Heute im Homeoffice Lunch ein Gericht, was unabdingbar ist. Fusilli in Schinken-Sahnesoße mit Erbsen. Guten Appetit. Leute, stellt euch vor, ich habe meinen ersten Hater-Kommentar. Hannes, kannst du nur Pasta kochen? Nein, kann ich nicht, aber Pasta macht euch am meisten Spaß und mir auch. Und heute brauchen wir für die Pasta Erbsen, Parmesan, Kochschinken, Fusilli, Zwiebeln, Butter, Milch, Sahne, Mehl, Salz und Pfeffer. Und wie immer, wir starten mit Wasser aufkochen und Pasta kochen. Salz ins Nudelwasser und das auch nicht zu wenig. Aber auch nicht zu viel. Das heißt, Fusilli zum Kochen bringen. Ich habe jetzt mit Lisa auch geliebäugelt daran, dass die Spaghetti immer in diesem Siebeinsatz festkleben. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen einfach mal eine andere Sorte Nudeln, wo das nicht passiert. Während die Fusilli kochen, nehmt ihr euch eine weiße Zwiebel oder eine Schalotte oder auch eine rote, ganz ehrlich, wie ihr einfach Bock drauf habt. Wenn man Zwiebelwürfel schneidet, dann schneidet man die Zwiebel niemals durch, immer kurz vom Ende der Wurzel, quasi hier, nicht durchschneiden. Ich habe es auch schon 100-mal erzählt, habt ihr auch schon 1000-mal gesehen wahrscheinlich. Ich erzähle es euch gerne nochmal. Wichtig ist, ihr braucht scharfe Messer, ansonsten fangt ihr an, bei der Zwiebel zu heulen, wenn ihr die schneidet. Dann in feine Würfel schneiden. Ihr braucht eine große Pfanne oder auch einen Topf, weil jetzt lernt ihr noch dazu und das ist eine Béchamel-Soße, eine weiße Grundsoße. Dafür braucht ihr Butter. Das ist jetzt hier so ein gutes Würfelchen. Ab und zu auch mal ganz kurz gucken, was die Kollegen machen, damit die nicht anbacken. Kein Öl ins Wasser. Für die Leute, die trotzdem Öl reinmachen, macht es rein. Nochmal, es schwimmt einfach oben. Ist so. So. Wenn die Butter geschmolzen ist, dann könnt ihr zibbelizapp die Zwiebelwürfel dazugeben. So, die Zwiebeln lasst ihr jetzt so ein bisschen glasig anschwitzen und macht da auch schon mal eine Prise Salz drauf. Dann für die Béchamel ist total wichtig, ihr braucht ein Bindemittel. In dem Fall ist das jetzt Mehl. Da kommt jetzt mal so ein Esslöffel ran. Das stäubt ihr hier so wild rüber. Und wenn man das jetzt gleich verrührt, dann fängt das wie wild an zu klumpen. Aber kein Problem, weil das Fett sich von der Butter natürlich mit dem Mehl verbinden muss. Wichtig ist nur, dass ihr es einmal dann auch richtig schön verrührt, damit das Mehl auch Temperatur bekommt. Damit das Ganze nicht ganz so mächtig heute ist, gibt es mal ein bisschen Milch anstatt nur Sahne. Da macht ihr jetzt einen kleinen Spruch rein und guckt, dass ihr es so schnell wie möglich miteinander verbunden kriegt. Ansonsten gibt es Klümpchen. Das wollt ihr natürlich in der Soße auch nicht. Und wie ihr seht, ist das jetzt schon eine ziemlich dicke Pampe. Lasagne könnten wir auch mal machen, oder Lisa? Wenn ihr natürlich da draußen Wünsche, Ideen oder sonstiges habt, schreibt das gerne mal in die Kommentarfunktion. Wir werden checken, ob wir das Ganze im Redaktionsplan irgendwie unterkriegen. Und je witziger und ausgefallener die Rezeptideen, desto höher ist natürlich auch das Interesse. So, jetzt haben wir hier so eine richtige Pampe. Jetzt kommt die Sahne dazu. Wichtig ist, immer schön rühren. Dann habe ich jetzt hier diesen Kochschinken. Das ist richtiger Kochschinken, kein Formschinken, sondern hier sieht man wirklich noch, dass der auseinanderfällt, weil er wirklich außen
Hintern geschnitten ist. Ich hätte jetzt bei einer Arsch gesagt. Dann habe ich jetzt hier in jedem Supermarkt zu kaufen Tiefkühlerbsen. Die kommen jetzt dazu. Wenn ihr keinen Bock auf Tiefkühlerbsen habt, dann macht sie einfach nicht rein. So, das Ganze kann jetzt so 3 bis 5 Minuten einfach kochen. Ah, Pfeffer darf man natürlich auch nicht vergessen. Riese Muskat, wenn ihr zu Hause habt, ist in Sahnesoßen auch immer ganz geil. So, pusten musst du alleine. Allein wegen Corona, nicht, dass ich dir da Sachen drauf puste. Oh, jetzt gefangen. Halbe Minute noch. Halbe Minute noch. Schinken dazu. Wenn dir beim Kochen schon der Magenknoten das Wasser im Mund zusammenläuft, dann weißt du, du kochst das richtige Gericht. Oder du hattest kein Frühstück und kein Abendbrot. So, wichtig ist, Wasser abschütten. Dann auch nochmal wichtig für euch da draußen, Nudeln nicht mit kaltem Wasser abschrecken. Da ist genug Stärke dran. Und so bindet sich die Soße um die Nudel herum. Ach, das ist lecker, Mann. Wenn ihr denkt, das ist schon fertig, habt ihr euch getäuscht. Weil, was fehlt natürlich noch? Lisa, was fehlt? Parmesan. Wir finden, Parmesan geht einfach immer. Lisa, wir essen auch einfach aus der Pfanne, oder? Ja. Oder darf man das wegen der Corona? Oh, gute Frage. Okay, wir lassen einfach die Mitte übrig. So. Soll ich so lange reiben, bis wir keine Aufnahme mehr haben? Oder kein Parmesan mehr? Okay. Kein Parmesan mehr. Spaß beiseite. Wir lassen uns dieses wunderbare, schnelle Pasta-Gericht jetzt schmecken. Viel Spaß beim Nachkochen. Solltet ihr es nachkochen, dann würde ich mich und auch das Redaktionsteam freuen, wenn ihr uns ein Foto davon schickt und das einfach auch in den Kommentaren hochlädt. Hochladet, lädt, wie auch immer. Guten Appetit, tschüss und bis zum nächsten Home Office Lunch.